Gehören Sie auch zu den reichen Rentnern, also zu den besser verdienenden im Alter? Das ist mal eine Frage, der werde ich in diesem Video nachgehen und versuchen, sie Ihnen zu beantworten. Denn das ist schließlich auch eine Frage, die beschäftigt in Deutschland auch einige Rentner. Viele machen sich Gedanken über die Höhe ihrer Rente und das ist nicht nur bei den Rentnern so, das ist natürlich auch bei den Arbeitnehmern so. Aber bei den Arbeitnehmern gibt es ja klare Statistiken, aus denen hervorgeht, dann und dann gehören sie zur Unterschicht, dann sind sie arm, dann gehören sie zur Mittelschicht, zur Oberschicht, da sind sie reich, dann sind sie superreich. Und dann gibt es auch noch viele Prozentangaben, wie viele Prozent ein Nettoeinkommen vom meist so, da gibt es dann so eine Range von bis in Deutschland. Und wenn sie ein Nettoeinkommen in dieser Range haben, gibt es eine entsprechende Einstufung. Da kann man dann sagen, sie sind reich, bis dahin sind sie, oder gehören sie zur Unterschicht, zur Mittelschicht, zur Oberschicht, zu was auch immer. Aber diese Frage, die beschäftigt natürlich auch Rentner. Auch Rentner fragen sich, gehöre ich denn schon zur Oberschicht oder zur Mittelschicht? Aber als Rentner können sie sich betragsmäßig natürlich nicht mit den Arbeitnehmern vergleichen. Sie können nicht von ihrer Rente ausgehen und das vergleichen mit dem, was ein Arbeitnehmer an Netto oder an Brutto hat. Das liegt ja auf der Hand. Natürlich haben die Arbeitnehmer wesentlich mehr. Ansonsten würde es ja die mittlerweile schon einige Zeit anhaltende Diskussion darüber, dass die Renten in Deutschland viel zu gering sind, nicht geben. Aber gibt es denn in Deutschland auch mal eine Einordnung, wo Sie als Rentner stehen? Sind Sie mit Ihrer Rente reich oder sind Sie arm? Und das wollen wir mal versuchen, ein wenig zu beleuchten. Gerade ja auch aktuell in dem Zusammenhang, wo die Regierung irgendwelche Rentenpakete plant, irgendwelche Rentenpakete am Schnüren ist. Gerade erst hat ja FDP-Chef Lindner die Blockade des neuen Rentenpakets aufgegeben. Es wird in den letzten Tagen darüber nachgedacht, eine Rente wie in Österreich einzuführen, in die dann auch Beamte, Selbstständige und nicht gesetzlich Versicherte in die Rentenkasse einzahlen sollen oder müssen dann. Und wie gesagt, da lassen Sie uns doch mal die Frage beleuchten, wie Sie im Vergleich abschneiden mit Ihrer Rente. Und Sie werden überrascht sein, denn klar, viele sind enttäuscht. Die haben 45 Jahre und mehr malocht und erhalten dann eine mickrige Rente. Das ist doch die Realität, der Sie sich, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ausgesetzt sehen. Die Lebenssituation aktuell ist doch die, dass aufgrund der gestiegenen Lebenshaltungskosten, wegen der Inflation, wegen höherer Miete, aber auch dem demografischen Wandel gar nicht mehr genug Geld da ist, um vernünftig im Alter leben zu können. Und da ist die Frage, wer gehört denn als Rentner zur Oberschicht? Und es gehören mehr zur Oberschicht der Rente, als viele denken. Zumindest geht das aus den Statistiken der deutschen Rentenversicherung hervor. Die durchschnittliche Rentenzahlung in der Bundesrepublik Deutschland liegt bei rund 1500 Euro im Monat. Auch bekannt, dass Frauen im Schnitt weniger als Männer erhalten. Und was an der Stelle auch gesagt werden darf, ist, dass die gesetzliche Rente in Deutschland nur eine Säule ist. Es gibt bezüglich der Altersvorsorge die sogenannten drei Säulen der Altersvorsorge. Das ist einmal die gesetzliche Rente, dann die betriebliche Altersvorsorge und die private Altersvorsorge. Also wie Kapitalanlagen, Lebensversicherung und so weiter. Auch eine Immobilie kann eine private Altersvorsorge sein oder zumindest kann man die da mit hinzuzählen. Und die Politik baut ja drauf auf oder die verlässt sich ja darauf, in der Theorie zumindest, dass sich Rentner nicht nur auf die gesetzliche Rente verlassen, sondern auch mittels betrieblicher und privater Altersvorsorge vorsorgen. Aber auch bei der betrieblichen Altersvorsorge sieht es mehrheitlich doch so aus, dass man diese Altersvorsorge selbst finanzieren muss. Klar trägt der Arbeitgeber da einen Anteil. Grob kann man sagen, der Arbeitgeber muss den Vorteil, den er durch die Sozialversicherungsfreiheit hat, weitergeben. Also er spart sich vom Prinzip ja auch die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und diese gibt er als Zuschuss, sag ich mal, dann an den Arbeitnehmer weiter. Natürlich gibt es auch Arbeitgeber, die sind da großzügig und zahlen mehr. Bei der nächsten Gehaltsverhandlung ist das dann aber auch wieder passé. Na, da heißt es ja, wir haben ja hier bei der betrieblichen Altersvorsorge schon ordentlich dazugegeben und jetzt muss da auch mal ein bisschen Galama sein. Und die private Altersvorsorge wird ja ohnehin komplett durch den Arbeitnehmer, den künftigen Rentner getragen. Aber das muss man sich erstmal leisten können. Wie viele gehen denn nach Hause und haben gar kein Geld mehr übrig, wenn die Lebenshaltungskosten gerade aktuell nach der Inflation doch so gestiegen sind? Da gehen viele nach Hause, da ist gar kein Budget mehr da, wo man noch groß was fürs Alter tun kann. Auch wenn man das wollte, wenn kein Geld da ist, dann funktioniert das einfach nicht. Aber wie gesagt, die Politik geht davon aus, dass sich da jeder um die anderen beiden Säulen kümmert. Und insofern wird dann auch immer darauf abgestellt, dass nur in der Kombination mit einer betrieblichen und einer privaten Altersvorsorge die gesetzliche Rente ein sinnvoller Beitrag zur Absicherung im Alter leistet. Aber liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich schweife da ab, nochmal zurück. Wann gehören Sie als Rentner denn zur Oberschicht? Und ganz kurz und knapp, ab 1350 Euro monatlicher Rente gehören Sie als Rentner zu den besser verdienenden Rentnern, wenn man das denn so sagen möchte. Auch hier, durchschnittlich erhalten Frauen in Deutschland
weniger als Männer. Nach den Statistiken der deutschen Rentenversicherung erhalten Frauen 1072 Euro Rente im Monat, Männer dagegen 1278. Ein Drittel der Rentner muss mit weniger als 750 Euro im Monat von der gesetzlichen Rente, also von der deutschen Rentenversicherung, auskommen. Und 23% bekommen 1500 Euro oder mehr von der deutschen Rentenversicherung. Zumindest, wie gesagt, wenn man nur von der gesetzlichen Rente ausgeht. Ab welcher Rentenhöhe ein Ruheständler zur Oberschicht gehört, wenn auch noch die betriebliche und die private Altersvorsorge einbezogen wird, lässt sich pauschal nicht beantworten. Da gibt es meines Wissens keine Statistiken drüber. Insofern kann man nur die Statistiken der deutschen Rentenversicherung zugrunde legen. Und wie gesagt, da ist es so, dass weniger als ein Viertel der Rentner in Deutschland, ich sagte es gerade, 23% sind es, mehr als 1500 Euro Rente hat. Also recht wenige. Und mit 1350 Euro gehören Sie demnach schon zur Oberschicht der Rentner. Können Sie sich davon was kaufen? Nein, meine Damen und Herren, weil selbst wenn Sie zur Oberschicht der Rentner gehören mit 1350 Euro, das dürfte jedem einleuchten, da können Sie keine großen Sprünge mitmachen. Und daher sage ich, es ist ja klasse, dass man sich da mal Gedanken drüber macht. Aber es zeichnet ein noch traurigeres Bild eigentlich, als viele schon dachten. Denn wenn ich mit 1350 Euro zur Oberschicht der Rentner gehöre, dann ist das meines Erachtens ein Armutszeugnis für Deutschland. Aber schreiben Sie mir gerne mal in die Kommentare, wie Sie das sehen. Würde mich freuen. Ansonsten soll es das von mir für dieses Video gewesen sein. Gerne sehen wir uns in meinem nächsten Video. Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Das war's von mir. Ciao, bis zum nächsten Mal.